Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, es wird Zeit für die zweite Mission der Rus-Viet-Kampagne Moderne Zeiten. Dann lasst uns mal loslegen. Ich wusste nicht, wo ich war und was sie mit mir anstellen. Ich hatte Schläuche im Mund und der Schmerz. Ich konnte fühlen, wie meine Haut unter dem Metall zerriss. Ruhig, Soldat! Mist! Ich konnte den Anzug nicht loswerden, seitdem ich irgendwie mit meinem Körper verschmolzen. Ich dachte, ich verliere den Verstand. Ich war in einem Albtraum gefangen und musste aus ihm herausfinden. Na gut, das wird dann wohl unsere Aufgabe sein, hier rauszufinden. Steht ja auch dran, entkomme von dem Gelände. So. Wird erledigt. Gut, der kann immerhin angreifen. Gott, das funktioniert ja wunderbar. Was haben wir hier noch? Damit können wir interagieren. Mit der Tür auch. Alarmsteuerung. Ah. Vielleicht hört dann endlich dieses Gedudel hier auf. Knöpfe, Hebel. Auf den. Sehr schön. Der Notausschalter war's. Ein Glück haben die hier sowas. So, dann schauen wir mal, was das hier ist. Überreste eines rätselhaften Mechs. Bringt das was? Bringt das Ressourcen? Oder Gesundheit? Keine Ahnung. Was zur Hölle? Diese Dinger haben den Palast angegriffen. So was habe ich noch nie gesehen. Du bist selbst einer von ihnen. Schau die mal im Spiegel an. Oh, eine geile Waffe. Kann man die einfach ranflanschen? Du kommst mit mir. Oh. Das wird praktisch sein. So. Es gibt viel zu tun. Ja, natürlich gibt's viel zu tun. Jo, die Tür ist offen. Können wir uns hier einfach freisprengen? Ja! Ich weiß, wo ich hin muss. Jo, ich sag dir, wo du hin musst. Rücke vor. So, verfolgt uns eigentlich jemand? Meine Flucht wurde ziemlich schnell bemerkt. Ich seh's. Ist hier irgendwas? Hier ist laut Karte. Wohl nur eine Einheit. Ich muss weiter. Ja, in den Wald mit dir. Hier liegt doch Medizin. Na gut, es gibt wohl einen festen Weg. Attacke! Stur? Großpotje! Alarm! Da ist etwas! Ich muss hier raus. Ja, wir gehen ja hier raus. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, hör auf, das immer zu sagen. Ich seh's. Na gut, das kannst du sagen. Können wir hier irgendwie noch interagieren? Nö, machen wir es trotzdem mal kaputt. Ich weiß, wo ich hin muss. Ist hier gut, Kollege. Sieht aus, als nehmen sich hier Mechs und Waffensysteme auseinander. Keine der Maschinen sieht aus wie das Ding in dem Labor. Das ist gut zu wissen. Guck, hier gibt's einen Haupteingang. Gehen wir doch einfach da raus. Oh, da ist noch was. Ein Waffenständer. Oh, da bekomme ich ja selbst ein. Ja, lassen wir das. Mach mal's mal auf und schauen, was so drin ist. Alles klar. Vielleicht eine Uzi für unseren Fuzzi. So. Wer ist der drin? Hey, ein Raketenwerfer. Ja, oh. Was haben wir denn mit dem Raketenwerfer vor? Wir diese Sprengtüren aufkriegen. Na, wenn sie schon Sprengtüren heißen. Und guck mal, wir haben Gesundheit. So, können wir mal irgendwas anderes noch anhaken? Nö. Becher. Ein bisschen Morphium geht schon. Bersten, Kettenblitz. Kriegst du. Hast du einen Raketenwerfer jetzt ausgerüstet? Nö, wie wechsle ich denn deine Waffe? Das wahrscheinlich. Ja, ist hier gut.
So will ich das sehen. Sehr gut. Ich sag doch, ich lüge nicht. Tötet das Ding. Na klasse. Ist das schon euer Bestes? Komm schon. Ja, das war eine super Spezialattacke. Hat ein Gegner vielleicht leicht getroffen. Komm schon. Was kann ich hier machen? Statische Entladung, die ist nur passiv. Jetzt komm, das ist ein Typ. Du bist ein übermächtiger Mich. So. Die müssen doch in die andere Richtung. Was machen wir hier? Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Gehen wir mal die Straße hier entlang. Ja. Was zum Trivoga, Eindringling! Verflucht! Was heißt hier Eindringling? Ihr habt mir das doch erst angetan. Die oder ich? Dann doch lieber die. Da ist nochmal Gesundheit. Da geht's lang. Und da ist ein Geschütz. Das ungeschützt ist. Ich muss weiter. Attacke! Komm schon! Ja! Raketenwerfer-Action! Mach sie platt, Yannick! Töte für dein Vaterland! Komm schon, brauche ich vielleicht mal Deckung? Sieht eigentlich nicht so aus. Die anderen brauchen auch nicht so viel Deckung. Guckt mal, wie viel die überleben. Na gut, außer der eine da. Oder komm mehr. Da komm mehr. Entladung. Hilft das überhaupt was gegen Menschen? Ja, das sah hilfreich aus. Okay, nächstes Mal nehmen wir Deckung. Die Hälfte geht schon wieder so nach unten. Oh, hinter mir sind auch noch welche. Taktischer Rückzug. Einschauen. Ja, wie gesagt, lieber die. Komm, hau ihn aufs Maul, Yannick. Das kann doch nicht sein, mit deiner Waffe gegen den Typen da nichts auszurichten. Oh. Wo hast du Schießen gelernt? Dankeschön. Schließt das Tor. Ich hab doch keinen Bock auf euch. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Durchsucht das Gebiet. Nein, nein, nichts durchsuchen. Patrouilliert im Wald. Die Täter wollen vielleicht abhauen. Jetzt. Die Sanitäter. Ich muss hier raus. Mensch, ein Glück sieht uns niemand. Hey, da war noch ein Helf-Item hinter dir. Toll, haben wir es nicht einsammeln können. Aber hier ist eins. Ja, gefangen. Vielleicht können die helfen. Ja, kommt raus. Versucht ruhig weiter, ihr Bastard. Nehmt das. Komm schon, schieß auf das Fass. Nehmt das. Auf das Fass schießen. Die sind schon so gut wie tot. Sofort. Feindliche Einheiten, nimm die Gesundheit, bevor es zu spät ist. Monster! Ich kann euch hier rausholen. Oder wollt ihr lieber bleiben? Ich komme mit dir. Die Wächter haben den Rest von uns ins Labor im Norden gebracht. Wir wissen nicht wozu. Wir können ihre Hilfe gebrauchen. Gehen wir. Ja, das denke ich auch. Ja, ich schieß doch mal. Okay, die haben definitiv bessere Waffen. Mach den letzten fertig. Ja! Hä? Wieso? Wo ist die Waffe denn hin von denen? Egal. Ich weiß, wo ich hin muss. Bist dir sicher, dass du das weißt? Ihr sollt draufschießen und euch nicht selber töten. Die oder ich. Sehr gut. Ist da drin was zum Looten? Das wäre cool. Nee, aber hier ist zumindest ein Ölvorrat und ein Metallvorrat. Das können wir ja plündern. Wir können loslegen. Gut, mehr Material. Ja, Material ist gut. Was könnt ihr denn bauen? Ne, ihr sollt nicht reparieren und bauen könnt ihr nicht. Na gut. Sehr gut, das sollte erstmal reichen. Ich seh's. So wäre die Frage, ob die besser wären mit Granaten. Weil Granaten sind so nutzlos aktuell.
Na egal. Da drüben sind sie. Wir müssen sie loswerden. Schaltet die Flammenwerfer, Jungs, aus. Ich schieß hier. Ja. Nehmt das. Niemals mit unbesiegbar. Da geht's lang. Sehr gut, also da haben wir zumindest schönen Schaden gemacht. Oh, da kommen wir. Da kommen wir. Befreien wir sie. Unauffällig sind die ja nicht gerade. Was liegt diesmal an? Nicht euch! Komm schon, ich bin... So, komm schon. Renn da. Aus dem Weg. Flammenwerfer bereit. Sehr schön. Und meine Flammenwerfer-Jungs können was. Die heimer jetzt mal hoch. Heißt hier fertig. Haben Sie mit dir auch experimentiert? Was weißt du über diesen Anzug? Nichts. Aber da drüben ist ein Labor, in dem wir ähnliche Anzüge testen sollten. Mehr Exoskelette könnten hilfreich sein. Wir haben ein neues Sekundärziel. Selbst Jojo, haben wir ein neues Sekundärziel? Macht mal Yannick erstmal wieder heil, bevor wir was großartig bauen. Und da ist, glaube ich, noch so ein Riesenmich. Oh, so riesig ist er gar nicht. Na gut. Dann sind wir gleich geheilt. Ich glaube manchmal, ein Bossen wäre besser als diese Maske. Na gut. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, den Mech schalten wir auf jeden Fall aus. Sonst beißt er uns irgendwann ganz fies ins Hinterteil. Und das kann ich nicht zulassen. Das ist mein Hinterteil. Und das hat schon genug Bissspuren. Einzelner Gegner gesichtet. Ja, dann macht den einzelnen Gegner doch fertig. Geschoss unterwegs. Ist das schon euer Bestes? Ich will's hoffen. Weil so viele Männer sind wir gar nicht. Komm schon, Yannick. Elektrifiziere deine Gegner. Ja, bewerft ihn halt mit irgendwas. Sehr schön. Ja, ihr müsst weitergehen. So, ist hier noch was zum Aufklauben? Achso, wir können ja, das vergesse ich die ganze Zeit, den Mech auseinandernehmen. Kriegt mal Ressourcen dafür. Und währenddessen lass mal Yannick mal wieder ein bisschen hochheilen. Das ist unser bester Mann. Ist aber auch schon ganz schön teuer. So, das muss reichen. Ja, ich will euch raten, dass ihr mal vorrückt. Seid ihr ganz schön langsam. So, und wo war das Riesenteil von mich? Ja, ich sehe es nicht. Das dürfte der einzige Weg aus dem Wald heraus sein. Auf der anderen Seite wartet die Freiheit. Und vielleicht jemand, der mir dieses Ding abnimmt. Oh, da wäre ich nicht so sicher. Ich glaube, das ist so eine Darth Vader-Situation. Wir brauchen das zum Überleben. Ich seh's. Da nicht. Na gut. Wo sind denn die Flammenwerfer-Einheiten? Könnt ihr nicht zusammenlaufen? Jungs. Das stört mich an dem Spiel, dass meine Einheiten nicht taktisch formatiert zusammenlaufen. Ja, ihr Flammenwerfer-Typen seid ja auch effektiv. Gegen Infanterie zumindest. Na also. Ich weiß, wo ich hin muss. Ist ja gut. Ich weiß auch, wo ihr hin müsst. So, die Einheit, die fast platt ist, kriegt Gesundheit. Nein! Doch jetzt keine Zwischensequenz. Die Rüstung getestet. Los! Chillt mal, Leute, ihr müsst heilen. Man gewöhnt sich an die Kraft. Und der rote Knopf lässt dich von Klippen sprengen. Nichts wie raus hier. Sekundärziel abgeschlossen. Okay. Pioniere hier. Ja, ja. Ja. Ihr dürft euch hochheilen und dürft gleich neue Waffen aufnehmen. Also ich hab nicht so viel Waffen. Ihr kriegt mal Granaten. Vorsichtig. Ja, seid damit vorsichtig. Das sind keine Verbündeten. Was sind keine Verbündeten? Ich kann helfen. Wer sind denn die Gegner? Da sind Anti-Mech-Einheiten. Gut. Ich weiß, wo ich hin muss. Braucht man das Zeug hier überhaupt aktuell? Glaub nicht. Ich glaube aktuell
sind wir gut gerüstet. So, kann man das hier aufmachen? Ich denke, wir müssen hinten rum. Oder wir machen diesen hier. Na also, jetzt haben wir ein Problem. Hat das nichts gebracht? Krass. Dachte, das bringt was. Na gut, dann müssen wir hinten rum. Vielleicht die bessere Strategie. Wer weiß das schon? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Kommt schon, ich will meine Flammenwerfer-Jungs nicht allein vorschicken. Macht gar keinen Sinn. Ich weiß, wo ich hin muss. So, ihr schießt jetzt mal darauf. Nur drauf schießen, nicht messern. So, du schießt da drauf. Sehr schön. Oh, dein Raketenwerfer ist noch nicht bereit. Das ist schlecht. Deckung! Komm schon. Ja! Komm schon. Ihr schaltet die aus. Das ist gut. Mach sie fertig. Ja! Muss irgendwas vernichtet werden? Ja, ihr hoffentlich nicht. Ihr heilt euch erstmal hoch. Komm schon, ich brauch mehr von euch. So, dann greift mal an. Dann greift mal an, Jungs. Ich kann helfen. So, die Granatenjungs sollten am besten hier. So bereit, wie wir sein. Schwerer als ein Flammenwerfer. Nicht ihr Flammenwerfer, ihr da. Attacke! So, während die hier die guten Sachen ausrüsten, kämpfen die anderen schon mal. Sehr gut. Ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet. Hab das Gefühl, wir sind ganz gut gerüstet. So. Muss irgendwas vernichtet werden? Ja. Diese roten Fässer hier nehme ich einfach mal an. Und hier gibt es auch einen Torhebel. Aber erstmal würde ich gern hier drauf schießen. Kann ich aber gar nicht. Ich muss weiter. Doch, jetzt. Wird erledigt. Nein, bleib doch hier. Dann macht das Tor auf. Hilft ja alles nichts. So, schieß bitte drauf. Schießen! Schießen! Es gibt viel zu tun. Ja, natürlich gibt's viel zu tun. Ist ja auch Griech. Okay, die Fässer wollen am Leben bleiben. Das kann ich verstehen. Fast geschafft. Zeit zu gehen. Oh, schon wieder Zwischensequenz. Ich wollte auch hochheilen. Und jetzt? Endlich ein Durchbruch! Ein Haufen Laborratten wird zu einer Kampftruppe, wenn einer der neuen Supersoldaten sie führt. Verzeih, du bist sicher verwirrt, Viktor. Ich wollte da sein, wenn du aufwachst. Aber dich hält wohl nichts auf. Stimmt? Das ist richtig. Chimachanga, ein Fest. Und wir wurden nicht eingeladen. Und warum sollte ich Zivilisten auf eine Militärbasis lassen? Hm? Jemanden ohne Rang und Titel? Werft sie hinaus. Du meinst jemanden, der nichts zu verlieren hat? Die können Zuboff gleich töten, aber das wird sie nicht machen. Das ist interessant. Ein Geheimprojekt, Zuboff? So geheim, dass nicht mal der Zar davon weiß? Otstavitsch, das geht dich nichts mehr an. Bist du so darauf versessen, wieder gut bei ihm dazustehen? Ich frage mich, was für Geheimnisse sie noch haben, Zuboff. Der Zar wird sich freuen, dass seine loyalen Ingenieure eine spektakuläre Überraschung für seinen Namenstag vorbereiten. Sehen wir uns doch mal an, wie spektakulär sie ist. Einen Monat Urlaub am Schwarzen Meer für den, der eine Schwachstelle findet. Angriff! Was, ihr greift mich jetzt alle an? Primärziel erreicht. Nein, Angriffswellen. Muss was zerstört werden? Na los. Ja, Feinde. Ganz viele Feinde. Sie zu erledigen. Die sind schon so gut wie tot.
Ja, das hoffe ich doch. Flammenwerfertrupp, stellt euch gescheit auf. Einzelner Gegner in Sicht. Wo denn? Gegner in Sicht. Oh, 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 oh. Wartet doch, bis ihr auf die Fässer schießt, bis er da ist. Oh, der ist zumindest gut down gegangen. Der ist gut down gegangen. Es reicht. Ich bin beeindruckt. Niet. Wir sind noch nicht fertig. Oh, Zubov, ich denke, wir sind fertig. Oder vielleicht auch nicht. Weg mit dir. Ja, die Gegner da. Na, das sehe ich auch so. Kommt schon, ihr Kanoniere, stellt euch gescheit hin. Obwohl, ihr müsst euch mal heilen. Komm schon. Nein, meine Mech-Einheiten. Meine Mech-Einheiten. Das ist gut, ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Nein, du musst nicht los, du musst kämpfen. Die anderen müssen los. Attacke! Ja, wir sind ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Ein Glück haben wir die Leute da befreit. Das ist auch noch einer von mir. Ich brauche noch ein Helf-Item. Ah, ich habe Helf-Items. Komm, bevor du stirbst. Kämpft härter. Sehr schön. Und ihr, euch geht's wieder gut. Attacke im Nahkampf. Komm schon. Ah, das läuft richtig gut gerade. Ja, ihr verzichtet jetzt trotzdem mal auf Deckung. Guckt mal, wie viele schöne Feinde da anrücken für euch Flammenwerfereinheiten. Eine Veteraneneinheit ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Schieß mal auf den Mech. Sehr gut. Das läuft ja. Hier irgendwo noch Gesundheit. Ich sehe nichts. Komm, ich kann Zubov von hier bestimmt treffen. Und da kommt noch ein Mech. Ja! Oh, da bin ich viel zu weit weg für die Attacke. So, ihr habt das da im Griff. Ihr habt gar nichts mehr im Griff. Ihr seid beinahe tot. Wie viele Feinde gibt's denn? Ich bräuchte echt noch ein Helf-Item. Da hinten gibt's eins. Ja, ja, jetzt kommt mal her hier. Ich brauche bisschen Unterstützung. Bisschen Unterstützung bräuchte ich. Ziele. Sprechen Sie. Komm schon. Attacke. Und auf den Mech. Ja. Und ihr schießt schön auf den Mech, oder? Ihr kriegt es hin. Komm schon. Es gibt nur einen Gesundheitsbeutel und der ist irgendwie hier hinten. Schauen wir mal, ob die ankommen. Ich glaub's zwar nicht, aber... Komm schon. Was machen denn die zwei? Geh da hin. Ihr seid ja echt unter Feuer hier. Komm schon. Ja, schieß doch oder metzel sie nieder. Mit denen
Sehr gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Halt! Wir haben gesehen, wozu er in der Lage ist. Und er wird noch viel stärker. Und dafür sind nur viele, viele eigene Truppen gestorben. Er kommt morgen mit mir und schafft mir dieses Weib aus den Augen. Hey, die hat einen Namen. Ich habe ihn vergessen. Er schießt sie. Sehr schön. Und damit haben wir uns wieder eine tolle Videosequenz verdient. Und vielleicht mehr als eine Medaille? Ja, 2 Stück. Das reicht mir. Ja, fortsetzen. Und auf mit in Mopsgeschwindigkeit zur Videosequenz. Ja, ist ja gut. Da kommt sie auch schon. Jetzt jeden Augenblick. Lädt wohl noch. Da. Sehe ich nicht hübsch aus. Oh je, nicht das erste Mal, dass ich gefesselt an einem Stuhl bin und eine Frau dabei ist. Und auch damals war das bei mir reiner Zufall. Ich weiß, dass du es bist. Was ist das für ein krankes Spiel? Vertrau mir, wenn du hier rauskommen willst. Nimm mir dieses Ding ab, sofort! Das geht nicht. Es hält dich am Leben. Du warst halb tot, als ich dich fand. Nimm es ab! Selbst wenn ich wüsste, wie das geht. Das ist nicht nur ein Anzug. Er ist ein Teil deines Körpers. Modernste Technik von Tesla selbst entwickelt. Oh, von Tesla? Schwachsinn! Er ist vor ein paar Wochen wieder in Erscheinung getreten. Er schrieb an Zar Nikolas, Kaiser Friedrich und so gut wie jeden anderen Herrscher auf der Welt. Er warnte sie vor einer Organisation namens Fenris. Mächtige Menschen, die im Verborgenen agieren. Sie destabilisieren Regierungen und zetteln Kriege an. Sie steckten auch hinter dem vermeintlichen Putsch in St. Petersburg und sind somit schuld an deinem Zustand. Solche Mistkerle. Unser Freund Zubov gehört wohl zu ihnen. Aber es muss noch andere geben. Er allein ist nicht stark genug. Ich muss aus diesem Ding raus. Ich kann dich nicht rausholen. Niemand kann das. Du würdest sterben. Ich gehe zurück nach Polania. Dort kann mir sicher jemand helfen. Viktor Popov würde nicht fliehen. Die töten dich, wenn sie merken, dass du nicht er bist. Immer noch besser als so zu leben, oder? Ich habe deinen verkohlten Arsch nicht mit Viktor vertauscht, damit du dich töten lässt. Hast du die kleinste Ahnung, wie schwierig es war, dich in ein Programm zu kriegen, von dem ich nicht mal wissen dürfte? Oh, vielen Dank. Gut. Du willst gehen? Dann geh. Aber zuerst... Hey, was hast du getan? Dich ausgeschalten. Wenn ich nicht irre, wird das ein sehr interessantes Programm. Hey. Ich weiß nicht, ob ich ihr vertrauen sollte. Na egal, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.